Hallöchen, liebe Zelda-Fans, und wir kommen wieder zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Majora's Mask. In der letzten Folge haben wir der Oma hier ihre Geschichten zugehört und sind dabei nicht eingeschlafen, weil wir die Maske der Nacht anhatten. Haben uns somit auch zwei Herzteile geholt. So, in der Folge hier werden wir natürlich auch wieder zwei Herzteile holen. Für das eine Herzteil muss ich noch zwei Sachen holen. Und das erste Herzteil, wo wir uns aneignen, ist von dem Deko-Händler, von dem wir uns das erste Mal die Urkunde gekauft haben. Oder getauscht haben. Hätte ich natürlich auch von Anfang an mal machen können, aber wie gesagt, man denkt ja gar nicht dran, weil man hat das Spiel ja schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Da können wir jetzt alles nach und nach machen. Zuerst mal muss ich Geld abheben. Ich brauche Geld und ich brauche eine Bombe. Komm, Link. So. Rubine abheben. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? 674, naja, immerhin. Nein! Oh, das ist, wenn man immer so schnell drückt. Nein! Jetzt wird's. Nein, ich will kein Geld investieren. Ich will Geld abheben. Okay, jetzt mal ganz langsam. Rubine abheben. Genau. So. Okay. Ich würde mal sagen, nehmen wir 300 mit. So, dann müssen wir hier ins Bombengeschäft. Ich glaube, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Das, ja, genau. Oh, hier. So, einmal als Krone. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Krone, also solltest du auch in der Lage sein, ein Pulverfass zu tragen. Pulverfass kostet 50 Rubine. Natürlich, ist ja nicht teuer. Ja, ja. So, für das, das Pulverfass ist ja für das zweite Herzteil. So, jetzt gehen wir uns natürlich das erste holen. Wir brettern jetzt hier einfach mal durch die Stadt. Die Einwohner haben schon nichts dagegen. Er lässt uns einfach laufen, er sagt nichts. So, jetzt müssen wir natürlich die Zeit vorstellen. Bei denen die Ocarina. Ne, Moment, ich muss erstmal. Die Maske kommt hier hin. Die Ocarina mache ich hier oben. Genau. Wie gesagt, das erste Herz da ist der Deko-Händler. Haben wir aber, glaube ich, schon mal ganz am Anfang gesehen, wo wir durchs Fernrohr geschaut haben im Observatorium. Oh mein. Haben wir, glaube ich, gar nicht so verfolgt. Let's go. Einfachste Abkürzung natürlich. Anstatt unten durch die Kanalisation zu laufen. Geht wesentlich schneller. Und somit. Also ich bin hier unheimlich gerne drin. Diese Musik, die hat sowas Magisches. Die habe ich zuvor noch nie gesehen. Ja, stimmt. Ich glaube, wir haben ja Tag 2. Stimmt. Aber jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo der ist. Der müsste hier irgendwo rausgesprungen. Ah, da ist er ja schon. Genau, der Deko-Händler habe ich gemeint. Sieht aber schon gruselig aus, wenn da so nachts so ein Deko rumfliegt mit roten, leuchtenden Augen. Das ist halt schon gruselig. Ich darf ihn jetzt nur nicht verlieren. Nein, ich verliere ihn. Ich verliere ihn. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Wir müssen ihn jetzt nur beobachten, wo der genau landen tut, weil von dem kriegen wir nämlich auch ein Herzteil. Nein, wo ist er denn?
Das Fernrohr ist viel zu langsam. Das Teleskop. Was sind wir jetzt? Ah, da. Ach, da will er hin. Cool. Hätten wir auch eben gleich da reingehen können, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ja. Okay, dann werde ich mal. Dann denke ich mal, dass ich das Lied des Schwingens machen. Nur denn. Nee, Lied des Schwingens. Sonst müssten wir wieder komplett durch die ganze Kanalisation laufen und das dauert dann ein bisschen länger. Gott. Nehmen wir nochmal um. Ich hoffe, dass der Dekohändler noch da, also unten in der Höhle ist. Dann war einfach durch. Packt ja sowieso hier keiner was. So, jetzt muss ich nur mal genau gucken, wo das ist. Und hier irgendwo war das gewesen. Ah, da ist es schon. Okay. Schnell gefunden. Aber keine Monster so auf, oder? Ah ne, da ist er ja. Ah, was machst du hier? Dies ist mein geheimes Lager. Du kannst hier nicht ohne Erlaubnis herkommen. Oh bitte, ich verkaufe dir ein Herzteil. Aber bitte behalte dieses Geheimnis für dich. Nur 150? Ja, warum nicht? Du hast ein Herzteil gefunden. Sammle 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu halten. Nicht, dass ich dir nicht glauben würde, aber zur Sicherheit werde ich doch umziehen. Du solltest auch von hier verschwinden. Okay. Jetzt frage ich mich ja natürlich, wenn der hier wieder umzieht, ob man wieder von ihm ein Herzteil bekommen kann. Oh Mann. Brauchen immer so ewig, bis die mal weg sind. Guck gerade mal hier noch, was hier drin ist. Okay, verbrauchen wir nicht. Ich werde jetzt natürlich wieder die Zeit vorstellen und dann gehen wir auch schon wieder weiter. Zum Herzteil Nummer 2. Ich weiß nicht, vielleicht ahnt der eine oder andere von euch vielleicht schon, was ich vorhabe oder beziehungsweise wo ich hin will. So, der dritte Tag ist angebrochen. Das Ende ist nah. Deswegen, wir beeilen uns. Also nicht von dem Let's Play, sondern von dem, dass der Mond hier runterfällt. Also das nächste Herzteil ist natürlich das sogenannte... Okay, der Stein ist weg. War der Meinung, ich bräuchte das Pulverfass dafür, aber der Stein ist weg. Ja, auf jeden Fall will ich zum Hunderennen. Ich habe jetzt das Fass eigentlich gekauft. Ich gedacht, der Stein wäre noch da, dann hätte ich den nämlich weggesprengt, aber... Okay, wäre dann erledigt. Ich hoffe, dass man das Rennen noch machen kann. Was willst du hier an einem Tag wie diesem? Dies ist ein Mamamoos Jans Hunderennbahn. Wusstest du das nicht? Möchtest du vielleicht eine Wette abschließen? Der Mindesteinsatz beträgt 10 Rubine. Hast du Interesse? Jawohl. Zuerst musst du dir ein Hündchen aussuchen, von dem du glaubst, dass es am schnellsten ist. Bring es zu mir. So, und jetzt kommt hier die Maske der...
Wahrheit ins Spiel. Denn so viel wie ich noch weiß, muss man bei dem Hund auf den Dialog achten, dass er irgendwas mit seinen Pfoten faselt. Mal einfach den Hund hier. Oh, mein Bauch tut weh. Ich fühle mich schrecklich. Okay, der ist es schon mal nicht. City so werfen. Es wird schon gut gehen. Der Goldene hier vielleicht? Okay, yeah, ich fühle mich unbezwingbar. Ich werde sicher nicht verlieren. Klar, ich sag mal, dieser Dialog, der ist ansprechend, dass man den holen könnte, aber... Nee, irgendwas mit Pfoten muss der Hund sagen, das weiß ich noch. Also mal gucken, wo... Ich bin müde, morgen nehme ich mir frei. Okay. So, der nächste Hund. Gut abschneiden, nee, auch nicht. Ich hoffe, ich komme nicht durcheinander, weil die bewegen sich ja mal alle. Ist das hier so ein Chaos mit den Hunden? Vielleicht du? Auch nicht. Boah, das ist ja grässlich. Schlimm ist das. Vielleicht der Braune hier. Okay. Ich? Vielleicht er hier? Auch nicht. Ja, dann komm mal her, dann. Oh. Ich bin ganz durcheinander. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier alle durch habe oder nicht. Gibt es aber auch wieder eine Rote zum Einlegen. Ey, sag mal, das gibt's ja nicht. Wo ist denn der Hund? Da habe ich mich damit vertan, dass ich das so nicht mehr so in der Erinnerung hatte. Genau. Meine Pfoten fühlen sich heute so federleicht an. Ich denke mal, dass das der hier ist mit diesem Spruch. Den nehmen wir jetzt natürlich mit. Aber ich weiß nicht, ob wir allerdings jetzt gewinnen. Also ich hoffe es. Willst du auf dieses Hündchen wetten? Jawohl. Erreicht das Hündchen im ersten Part zu den dreifachen Wetteinsatz. Für den zweiten Platz wird es dein Einsatz verdoppelt. Fünften bekommst du zumindest deinen Einsatz zurück. Alle anderen Platzierungen haben zur Folge, dass du deinen Samtwinner... Ja, das ist mir schon klar. Ich gehe mal auf 60. So, dann hoffe ich mal, dass... Wir nennen ihn Idefix. Dass Idefix Gewinn tut. Da ist er auch schon. Los, Idefix, hau rein! Tja, mal abwarten. Ich weiß halt nicht, ob das so gemacht ist, dass man direkt gewinnt. Oder auch nicht. Gehen wir ja dann. Aber ist auf jeden Fall schnell. Dringelt sich aber vor, mein lieber Mann. Los, komm, 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 komm. Ja, das war die Ziellinie. Das schafft er nicht, das schafft er nicht. Wir hatten jetzt gewonnen. Wir hatten da jetzt gewonnen. Hören wir ja jetzt. Der Brat. Da brat mir einer den Storch. Er hat den ersten Platz erreicht. Den ersten Platz. Du gewinnst den dreifachen Wetteinsatz. Das sind dann 180 Rubine. Nicht übel, du hast mehr als 150 Rubine gewonnen. Du hast mehr, ja. Daher solltest du einen speziellen Preis erhalten. Und das Herzteil. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Finde zwei weitere, um den Energieleister zu erweitern. Nee, wir sind fertig. Oh, tatsächlich. So, wir haben jetzt das Hunderennen. Wir haben bei dem Deko das Herzteil bekommen. Wir haben das Hunderennen beim ersten Mal gewonnen. Super. Und... Ja, dann würde ich mal sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hehehehe.